Okay, weiter geht's. Raufklicken erstmal. So. Speichern. Und ich habe was zum Essen gebracht. Verdammt. Warte. Okay. Wahrscheinlich wurde Elf von den Kobolds geschnappt. Was machen die jetzt, Red? Frag mich das, frag mich mal was Leichteres. Ich glaube, du hast recht. Schließlich hat sie uns die ganze Zeit nur gelenkt, oder? Warum also sollten wir sie retten? Aber es ist nicht so, dass sie uns wirklich täuschen wollte. Und sie wollte auch nicht wirklich, dass ich sterbe. Sie hat gelitten. Es ging ihr die ganze Zeit über total schlecht dabei. Aber trotzdem wollte sie eigentlich nur uns die Welt beschützen. Puh, bin ich erleichtert. Ich wusste, dass du wieder zur Vernunft kommen würdest, Red. Danke, Schokolade. Und tut mir leid, dass ich sowas Fieses gesagt habe. Wir werden alle retten. Beluga? Ein eingehender Anruf. Es ist Bruno. Nein. Wie geht's euch, Landplagen? Früh. Die durchgeknallte Vollhonk. Wehe, du krümmst El nur ein Härchen. Das liegt ganz an euch. Ich wäre bereit, das kleine Girl gegen das Amulett einzutauschen. Nein, kommt bloß nicht her. Mir geht's gut. El? Ich schwör's bei meinem Schweich. Ich werde dich retten. Du nah. Mein Entschluss steht fest. Du nah. Schluss jetzt, Kinder. Wir freuen uns auf euch. Das Amulett hattest du erst nicht Beluga zurückgegeben? Ich kann mich nicht dazu, weil plötzlich alles drunter und drüber ging. Jetzt ist aber Beluga. Ich bin's, wir müssen reden. Immer von Teufel spricht. Spar dir die Mühe, falls es uns um Amulett geht, ich werde es dir nicht geben. Warum nicht? Bruno hat sich vor dir gemeldet. Er meinte, er würde das Amulett gegen El tauschen. Eigentlich will ich ihm das Amulett nicht geben, aber ich kann El nicht einfach im Stich lassen. Jetzt passt mal auf. Mischt euch nicht weiter in meine oder Els Angelegenheiten ein. Wir sind nicht wie ihr. Hä? Wir Paladine, die die Last des Amuletts übernehmen, tragen gleichzeitig den Segen und den Fluch der ewigen Jugend. Das kann ein Witz sein? El und ich leben beide schon seit 3000 Jahren, ohne einen Tag gealtert zu sein. Ihr habt 300 Jahre gelebt, nur um das Opferritual zu vollziehen? Das stimmt. Also sie hat so sehr gelitten. Und ihr geht es schon seit 300 Jahren so mies? Die etwa auch Beluga? Anscheinend schon. Warum wollt ihr überhaupt versuchen, El zu retten? Weil ich bei meinem Schweif geschworen habe, sie das zu tun. Das ist doch wohl Grund genug, oder? Vielleicht. Ich habe euch noch was an Bord der Golden Rohr zu erledigen. Ich vertraue dir das Amulett an, Red. Glaubt ihr denn, ihr könnt es schaffen, El zu retten? Klar, mach das schon. Ich mach das schon. Wenn ich erstmal was in Angriff nehme, dann schaffe ich es auch. Kabine. Jetzt kann ich was essen. Audio. Okay. Oh, der Bucher.
alles klar. Jetzt kommen die ganzen Queste. Zuerst erstmal das Duellschiff fertig machen. Okay. 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 Tut mir leid, wenn ich nichts sage, aber ich esse gerade in Ruhe. Oh, Scheiße. Wieso ausgerechnet diese verdammte Gegnersorte? Ich muss mehr Platz schaffen. Ey, willst du mich verarschen? Okay, jetzt habe ich freie Bahn. Schon lange genug gedauert hier. Der Sieger steht fest, der erste Runde geht dann recht. Ja. Boah, das ist ganz schön gut. Komm, ich habe nicht alle Zeit der Welt, ich muss auch noch Ellen retten. Als nächstes kommt die zweite Runde. Ey, wieso kommt immer der gleiche Satz? Yep. Los geht's. Nun gut, ich wünsche dir alles Gute. Was seid ihr? Achso, die. Wir machen direkt mit der zweiten Runde weiter. Die zweite Runde wird gegen die Klingenbeine, Bienen. Schnapp ihn dir. Verpasst die Miniaturausgabe von einem Roboter eine Lektion. Okay. Die hatten ja so eine komische Angewohnheit, in den Boden zu stechen. Ja, okay, geht dann gut. Falls ich dich in die Finger kriege, ist alles vorbei. Meine ganzen Tierchen, alles nach dem anderen. Dieser Typ ist echt gut. Vielleicht habe ich noch die zweite Mission in diesem Part. Es wird Zeit für das Finale. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Allzeit bereit, Digga. Ja, bin ich. Ständig rett gegen die Riesenameise. Wie viele Tiere hast du eigentlich?
Das ist nur eine bescheidene Auswahl. Ich habe noch viel mehr danach zu Hause. Okay. Das ist ein Witz, oder? Kommt her, geht zu eurem Papa. Okay, kommt. Hier. Kommt her. Machst du mal Pause hier? Okay, jetzt natürlich die hier. Kommt her. Ihr werdet euren Papa töten. Okay, da haben wir diese Mission eigentlich auch geschafft. Möchtest du bei der Sieger steht fest. Der Mann, der bewiesen hat, dass er wilder als er jedes Wildtier ist. Es ist Red Savarin. Glückwunsch. Oh, ungezähmte Körper. Das war eine ganz schöne Herausforderung. Na schön, für heute gebe ich mich geschlagen, aber das nächste Mal bist du dran. Okay. Hier ist ein Geld für den Kampf. Nimm es mit den besten Empfehlungen. Das war ein Witz. Das war nicht mal der richtige. Nur der erste Kampf war am schwersten. Okay. Nächste Mission. Da auf einer Insel. Bisschen fliegen, würde ich mal sagen. Hier ist die Quest, die du jetzt annehmen kannst. Patrouille verstärken. Ah, jetzt weiß ich. Wir stärken unsere Patrouille auf den Darwin-Inseln und suchen nach talentierten Jägern, die uns aushelfen können. Ah, jetzt kommt ein Charakter, den ihr alle kennen müsst, die bei Final Message das LP geguckt haben. Die Grenzwächter bitten um Hilfe. Bitte geht zu ihnen, um Näheres zu erfahren. Gleich kommt der. Wer ist der Wappung oder wie ist der komische Typ da bei der Wache? Oder ist es eine andere Mission? Sie sind doch einer der Grenzwächter, oder? Ich hab gehört, sie brauchen Verstärkung. Richtig, du hast vielleicht bemerkt, dass die Helmet-Piraten neuerdings aktiver sind. Es sind einfach zu viele, wir werden nicht mehr allein mit ihnen fertig. Wir haben sogar Himmelspiraten gesehen, die aus fernen Ländern wie den Königreich Prairie kommen. Hm? Himmelspiraten aus dem Königreich Prairie? Könnt ihr die Schwarzkatzenbande meinen? Wir haben ein paar Experten angefordert, die dir helfen sollen, während du patrouillierst. Ich möchte, dass du während der Patrouille mit ihnen zusammenarbeitest. Ach doch, das ist die Mission. Also Teamarbeit, nicht gerade meine Stärke. In dem Gebiet gibt es viel Schrott, selbst für die Darwin-Inseln. Sei vorsichtig. Wenn ihr bei den Darwin-Inseln auf die Streife gehen, dann bereite ich die Rennmaschine vor. Mach dich sofort auf den Weg, sobald du bereit bist, okay? Ich bin bereit. Okay, ich bin bereit. Dann los. Okay. Bisschen fliegen. Ah, da ist er. Du bist, Waffel hieß er. Du bist Red, oder? Du sollst mir also bei der Patrouille helfen? Ja, genau. Und wer sind Sie? Entschuldige bitte, ich bin Waffel. Ich arbeite bei der Polizei des Königreichs Peregrin. Nett, dich kennenzulernen, Red. Ganz meinerseits. Das ist Panther, mein jüngerer Kollege und der Mann für die Nachrichtenübermittlung. Nett, dich kennenzulernen. Ich werde dir so gut zur Seite stehen, wie ich kann. Keine Sorge, zur Not werde ich auch allein mit den Himmelpiraten fertig. Die Schwarzkatzenbande sind zwar Himmelpiraten, aber sie sind nicht wirklich böse. Bitte sei nicht zu hart zu ihnen, wenn es geht. Kennen Sie sie?
Jetzt könnte man so sagen, hahaha. Ha, ha. Herr Waffel, ich habe den Ballon der Schwarzkatzen auf einem Radar. Hey, bist du sicher, Panther? Das muss ich meinem Messenger erstmal zeigen. Anscheinend hat der Ballon am Ende der Luftströmung angehalten. Soll ich der Zentrale Bescheid sagen? Das wäre sicherlich das Beste. Moment mal, wir haben das Ziel dort geortet. Stoppen wir uns da die Bande? Was? Nicht so schnell, Red? Wenn wir noch lange zögern, werden sie uns entkommen, oder? Stimmt. Das Rennen gilt. Wir werden nicht verlieren. Diese Art von Patrouille gefällt mir. Ja. Oh je. Ach ja, ich glaube, ich darf... Warte, habe ich das... Oh, ich muss es sowieso gleich hier beenden.